So Freunde, willkommen zu einem weiteren Video und zwar zu einem ganz, ganz kurzen Infovideo, denn es gibt eine News, die heute Morgen gebrochen worden ist von Shonen Leaks, die ja interessanterweise ein wenig alles wachrüttelt, was Streaming und Anime angeht. Und zwar haben wir die Information bekommen, dass Disney Plus jetzt von Kodansha, das ist ein Verlag von vielen Manga, die wir kennen und lieben, auf jeden Fall, dass viele oder alle Kodansha-Manga, die zu Anime werden, in Zukunft auf Disney Plus laufen werden. Und was das genau bedeutet, warum das vielleicht ein bisschen mies sein könnte, wollen wir jetzt ein bisschen im näheren Detail besprechen. Kurz vorab, für die Leute, die sich für andere Sachen interessieren, Chainsaw Man Reactions, Blue Lock Reactions und anderes Zeug kommt auch bald, wie auch Boruto Review und Dragon Ball hat da auch eine News gehabt, dass es wohl eine Big News geben sollte, aber das hat sich entpuppt als Zusatzstuff für den Dragon Ball Super Superhero Film und dass der bald zu streamen sein wird. Also noch keine Ankündigung, haltet aber eure Augen offen. Ich meine, am 6. oder 7. Dezember geht es dann weitere News zu Dragon Ball, da werde ich euch auf jeden Fall auch auf den Laufenden halten. Also lasst ein Abo auf den Kanal da. So, Kodansha. Wir haben jetzt Disney Plus und erstmal zu Anfang, welche Anime sind betroffen? Ich nenne mal die großen IPs, die hier betroffen sind. Betroffen werden Anime wie Attack on Titan, Vinland Saga, Fire Force, Tokyo Revengers und noch viele mehr. Natürlich muss man auch hier wieder von Case zu Case abwiegen, weil ihr wisst, Lizenzvergabe in dem Anime-Bereich ist sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Deswegen, das kommt auch nochmal dazu. Naja, jedenfalls haben wir hier folgende Sache. Nach extrem vielen Jahren ist der Anime Bleach zurückgekehrt auf eben Disney Plus. Und die Situation, die wir aktuell haben, ist die, dass wir in Deutschland Bleach nicht schauen können. Also wir haben keine Möglichkeit dazu, obwohl Bleach in mehreren Ländern angeboten wird, wie zum Beispiel auch in England. Das Ding ist halt, Amerika hat Hulu und es gibt noch verschiedene andere Länder, die Bleach haben. Wir haben es aber nicht und der deutsche Support hat schon mal dazu gesagt, dass er sich noch dazu äußern wird, aber Stand jetzt gibt es keine Informationen und die einzige Möglichkeit, Bleach legal zu schauen, ist es halt irgendwie, kurz nach Brasilien zu reisen, um dort das Streaming-Angebot von Disney Plus aufzurufen. Es gibt dann noch den Anime Summertime Render, glaube ich. Das ist ein Anime, der natürlich keine großen Zahlen einholt, wie eben Demon Slayer, Jujutsu Kaisen oder was auch immer, aber es ist ein klassischer Anime gewesen, der halt kommt, alle oder viele schauen ihn, genießen ihn und das war's. Das heißt aber natürlich auch hier, dass dieser Anime sehr viel abrufen kann an neuen Fans. Das ist eigentlich so das normale, gängige Verfahren. Das haben wir zum Beispiel mit Animes wie Spy Family oder ReZero, wobei ich sagen würde, diese IP ist ein bisschen größer. Jedenfalls geht es mir darum, dass es ein Anime ist, der rauskommt, für ein wenig Spaß sorgt und ja, Fans grabbt, aber natürlich nicht auf einer Weise wie Demon Slayer oder andere Animes. Aber trotzdem ist es immer der klassische Anime, der in der Season läuft. Alle schauen ihn, genießen ihn und dann geht's weiter. So wie zum Beispiel Dress Up Darling. Dress Up Darling kommt raus, die Leute gucken es alle und dann vergessen es wieder, bis die neue Staffel kommt und das ist okay. Summertime Render hat überhaupt keinen Buzz bekommen. Nichts, nada, niente. Keiner hat darüber gesprochen. Ich habe nicht einmal einen Tweet dazu gesehen. Keinen hat es gejuckt. Und ich persönlich, ich habe es auch nicht geschaut, weil es mir einfach viel zu stressig ist, diesen Anime zu schauen, wenn ich nicht einfach irgendwie eine App aufmachen kann und das schauen kann. Und das ist eben die Sache. Disney Plus hält öfter mal Animes zurück. Das heißt, sie kommt zwar weekly raus, aber Disney Plus wartet ab, bis sie dann fertig sind und release sie dann. Wobei wir nicht mal wissen, ob sie das auch wirklich tun. Jedenfalls ist es die Methode, die Netflix so ein bisschen geht, dass sie zum Beispiel JoJo Part 6 haben, das Ganze nicht rausbringen, bis es eben zu Ende ist und es dann releasen. Bei JoJo war es zum Beispiel so, JoJo lief jede Woche im japanischen Fernsehen. Ich hoffe, ich irre mich da nicht, aber ich denke schon. Und dann kam es dazu, dass Netflix immer wieder JoJo, glaube ich, in 12er Folgen released hat. Und ja, ich bin auch jemand, der Binge-Watchen cool findet, aber ich würde hier immer noch argumentieren, Anime leben einfach zu stark von diesem Weekly-Diskurs mit den Anime-Fans. Ich glaube, das ist einfach der Shit, den wir machen. Wir gucken die Folgen wöchentlich und wir möchten drüber reden. Und so wächst natürlich das Interesse an Animes, weil wenn du erfährst, dass irgendwelche Peeps über irgendein Anime reden und du nicht up-to-date bist, dann hast du das Gefühl, aufholen zu müssen. Aber wenn wir halt solche Sachen haben wie hier, dass die Animes so lange aufgehalten werden oder vielleicht gar nicht kommen, dann sieht es natürlich sehr, sehr mies aus. Die Sache ist die, ich meine, In Zero beispielsweise ist auch ein Anime in Kodansha. In Zero hat, glaube ich, einen Deal mit Netflix, was auch irgendwie weird ist, weil wieso würde denn der dann komplett exclusively auf Disney Plus laufen? Wir haben Animes wie ein potenzielles Four Nights of Apocalypse, was auch dort laufen könnte, aber Netflix hat so viel Werbung gemacht um The Seven Deadly Sins und eben die Fortsetzung, deswegen kann ich mir schwer vorstellen, dass sie das aus der Hand geben. Also möchte ich hier nochmal sagen, wir wissen nicht, wie dieser Deal abläuft. Wir wissen nicht, ob Disney Plus zum einen die Folgen zurückhalten wird und zum anderen, ob wirklich jeder Anime da reinfällt in diese Kollaboration zwischen Disney Plus und Kodansha. Aber
eigentlich müsste das ja der Fall sein, weil sonst würde der Deal aus der Sicht von Disney Plus ja keinen Sinn machen. Tokyo Revengers ist schon mal bestätigt. Tokyo Revengers wird exclusively auf Disney Plus laufen und das kann der Serie ganz schön schaden. Ich glaube nämlich, eine der Sachen, die Tokyo Revengers ganz cool gemacht haben oder an Aufmerksamkeit gewinnen lassen haben, ist eben, dass es sehr, sehr available war. Also es war sehr einfach zu schauen. Ich glaube, Crunchyroll hatte die Rechte gehabt, deswegen ging das super, super easy. Und jetzt mit Disney Plus haben wir halt das Problem, dass Tokyo Revengers potenziell untergehen könnte. Wir müssen mal beobachten, wie das mit dem Arc sein wird, weil man muss ja ehrlich sein, Tokyo Revengers hatte schon gut viel Aufmerksamkeit gehabt. Das war schon wirklich nicht wenig. Und wenn wir jetzt sehen, dass die zweite Staffel kommt und die auf Disney Plus kommt und dort die Folgen nicht released werden, dann haben wir natürlich einen ersten Eindruck davon, wie das halt werden kann. Ich möchte hier nochmal betonen, dass Disney Plus in Zukunft die Folgen nimmt und sie nicht wöchentlich released, ist nicht bestätigt. Das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass es bis jetzt ihre Herangehensweise war. Ich glaube zwar nicht, dass Disney Plus das sonderlich ändern wird, aber es ist natürlich nicht bestätigt. Also vielleicht hat Disney Plus aus den Fehlern gelernt, vielleicht ändert sich auch noch was in der Sache mit Bleach. Das wäre auf jeden Fall cool, aber wissen tun wir es nicht. Es ist eine sehr, sehr scary Situation, in der wir gerade sind. Disney Plus möchte sich immer wieder alles schnappen. Aber bei anderen Serien lief es ja auch. Also andere Serien haben sie ja auch geschafft, wöchentlich zu releasen. Und ich sag mal so, ich denke, viele von euch werden mittlerweile Disney Plus haben. Nicht wegen den ganzen Disney-Movies, aber weil einfach sehr viel Zeugs auf Disney Plus läuft so. Und wenn die Serien da ganz normal kommen und man die ganz normal schauen kann, wöchentlich, dann sehe ich da nicht ein großartiges Problem. Natürlich ist es dann wieder ein Abo mehr, was du abschließen musst, aber wenn wir mal ehrlich sind, ist es irgendwie so ein bisschen die Zeit, in der wir uns bewegen, dass du für eine Sache, die du liebst, sehr, sehr viele Abos haben musst. Ich meine, allein bei Anime sind es jetzt Disney Plus, Crunchyroll, Netflix. Ich weiß nicht, ob ich was vergessen habe. Ich glaube, eigentlich nicht. Und auch Fußball zum Beispiel brauchst du ja auch 1 Million Abos, um das irgendwie verfolgen zu können. Deswegen ist es so ein bisschen leider der Verlauf unserer Zeit, in welche Richtung das geht. Deswegen, wegen dem Abo würde ich mir nicht so allzu große Sorgen machen. Es geht halt nur darum, ob man das Ganze schauen werden kann oder eben nicht. Ey Leute, ich sage euch ganz ehrlich, ich mag die Bleach Reactions, ich werde sie auch weitermachen, aber auch ich habe nicht die Kohle, jede Woche nach Brasilien zu fliegen, um die Folge zu reacten. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist halt ein bisschen, es ist halt ein bisschen schwierig, deswegen hoffe ich, dass man das anders angehen wird. Aber wie gesagt, auch diese Summertime Render-Geschichte ist immer noch ein bisschen scary, weil, ja, es wäre ein Anime gewesen, der ein bisschen Hype gehabt hätte, einen Mini-Hype gehabt hätte, aber am Ende des Tages redet keiner von uns darüber, deswegen ist es erstmal eine schwierige Nachricht. Außerdem dürfen wir nicht vergessen, man muss ja sagen, mittlerweile ist Anime sehr weit gekommen im europäischen oder auch amerikanischen Bereich, weil wir wirklich bereit dazu sind, vieles zu streamen und viel auch zu bezahlen. Ich glaube, die wenigsten von euch streamen heutzutage noch illegal. Natürlich, wie gesagt, es wird immer welche geben, ich verstehe das auch, nein, ich war ja auch mal ein Schüler und so, man hat ja nicht immer das Geld dafür, ich möchte hier keinen judgen oder so, ich sage immer nur, Leute, wenn ihr die Kohle übrig habt, um das zu supporten, was ihr so gerne mögt, dann tut's auf jeden Fall, das ist so meine Devise, ich glaube, das ist nicht der richtige Sinn oder der richtige Weg, hier mit dem Finger auf Leute zu zeigen, aber was ich sagen möchte, ist halt, wir sind einen weiten Weg gekommen. Und es ist mittlerweile so, dass man eher einen Streaming-Dienst bezahlen möchte, weil es einfach gemütlicher ist, so den Anime zu schauen, als eben auf irgendeiner vercrackten Seite, wo du 1 Million Virus-Dinger auf dem PC nachher hast. Wisst ihr, wie ich meine? Und jetzt, wenn man das Ganze wieder splittet, wenn man die Animes wieder nicht available macht, dann geht es wieder in die andere Richtung, dass wir sagen, okay, f*** that, wir gehen mehr da in diese Richtung. Und das wäre sehr, sehr schade, weil, wie ich gesagt habe, ich denke, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Das ist natürlich nochmal die Sache, ist nicht ganz klar, welche Animes jetzt genau da reinfallen, weil es gibt natürlich nochmal andere Animes, die zwar Kodansha-Mangas gewesen sind, aber von anderen Sachen vertrieben werden. Deswegen ist wieder die Frage, okay, ist der Anime davon betroffen, ist der Anime davon betroffen? Keine Ahnung. Bis jetzt ist nur, Tokyo Revenger ist davon betroffen. Andere Animes wissen wir nicht, deswegen, wie gesagt, dreht jetzt nicht zu krass durch, nimmt die Nachricht ganz, ganz gelassen auf und schaut, wohin das führen wird, weil mehr können wir aktuell nicht sagen. Ich wollte nur kurz hier diese News brechen und das ist gewesen von diesem Video hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo auf dem Kanal. Ist klar, bei Animes werden bald, keine Ahnung, komplett gecuttet und ich frage euch, ob euch das Video gefallen hat. Auch eine gute Art, ein Video zu beenden. Naja, Leute, ich wünsche euch trotzdessen nochmal einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein.